Oh Schreck, oh weh, der liebe Asterix ist in einem riesigen Tentakelmonster gefangen. Ja, helfen wir ihm mal hier raus, und zwar... bevor der arme Kerl... ja, bevor dem armen Kerl hier noch schlimmere Dinge zustoßen. Mit Tentakelmonstern ist nicht zu spaßen. Ich habe gewisse, ich sag einfach mal, Zeichentrickfilme gesehen, in denen... die Tentakel immer ganz komische Sachen gemacht haben. Ja, aber das ist was anderes. Wer, lieber Asterix, muss hier einfach raus. Und zwar noch bevor er verdaut wird. Ich denke mal, das sollten wir hinbekommen. Hier diese Magensäure oder was auch immer das ist, sollten wir natürlich nicht berühren. Und wir sind schon raus. Perfekt. Aber das Level ist noch nicht vorbei. Da ist das Tentakelmonster. Seht es euch an. Schrecklich. Ich nenne es einfach mal so. Es ist für mich jetzt das Tentakelmonster. Und hier haben wir einen Vulkan. Mr. Volcano ist auch hier. Hello! Ja, danke, Mr. Volcano. So. Unter Wasser, natürlich. Vulkane unter Wasser. Das, die auch noch Feuerspeien unter Wasser. Warum nicht? Also so richtig halt. Ihr wisst schon. Na egal. Oh, sehr schön Energie. Gut. Jetzt müssen wir nur noch heil hier rauskommen. Was ist denn da oben? Ah, interessant. Interessant, interessant. Interessant. Das wusste ich gar nicht mehr. Ich hab's einfach mal probiert gerade. Das ist ja schön. Sehr schön. Okay, dann verlassen wir mal das Level, und zwar so schnell wie es geht. Ja, das war's schon. Gut. Das Level war jetzt im Vergleich zu dem vorherigen ein bisschen einfacher. Aber Leute, dummerweise weiß ich schon genau, welches Level jetzt kommt. Das wird uns gar nicht gefallen. Deswegen bleiben wir auch direkt mal bei Asterix, weil ich meinte, mit ihm war es einfacher. Das Piratenschiff, Leute! Oh, Schreck. Das ist so übel. Ich will das nicht machen. Das ist wirklich ein sehr, sehr schweres Level. Wir gehen es einfach mal an. So, wir lassen es erstmal hier mit dem Anker hochziehen. So, und um diese nette Taube hier wird es gehen. Die muss uns jetzt hier lang befördern. Und das ist der schwierige Teil dieser Mission. Der ist echt übel. Das ist alles noch soweit ganz soft. So, jetzt müssen wir hier runter mal kurz. Die wollen uns eine verpaddeln, das sollten wir nicht zulassen. Oh, was ist da unten? Ist das da... ah, ist kein Schlüssel. Da! Ah! Oh nee, jetzt ist das Ding weg. Naja... aber für Nitroglycerin, was macht man nicht alles für Nitroglycerin? Dafür springt man gerne in den Tod. Ah, Mist. Na gut, wir haben ja noch zwei Leben. Vielleicht kriegen wir das ja sogar hin. So's. Dann weiter geht's. Keine Müdigkeit vor Schützen. Bei dem Abschnitt jetzt muss ich mich auch ein bisschen konzentrieren, glaube ich. Also das hier ist soweit noch einfach. Ich sehe da diese Paddelburschen. So. Jetzt bleiben wir einfach mal hier dran. So, und jetzt mussten wir... oh Gott, ja genau. Uiuiuiui. Oh, das ist aber knapp, du. Jetzt mussten wir schnell hinterher. Und zwar ganz schnell. Nein, 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 nein. Jetzt fliegt das Ding weg. Und wir müssen uns hier durchspringen. Toll. Moment, wir konnten das Ding ja auch vor uns legen. Oder durchglitschen. Das geht natürlich auch, im Zweifel. Super, aber jetzt bleibt es wohl nur noch der Tod. Ah, hier ging es ja schon rein. Okay, da muss... ich habe gedacht, das ging noch länger. Okay. Dann geht das sogar, weil... der Abschnitt hier... ich weiß gar nicht mehr. Ah, das ist... ah, das ist doof. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir hier oben auf diesem... da habe ich nicht aufgepasst. So ein Mist. So... wir müssen jetzt sehr, sehr geschickt mit diesen komischen Flüssigkeiten hier, also mit dieser komischen Brühe arbeiten, die uns hier erlaubt, auf dem Wasser zu stehen, die uns erlaubt, im Jesus-Modus zu sein, sozusagen. Ah, Mist! Nein, 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 nein! So ein Mist. Wie soll ich denn jetzt überleben? Ja. Weil nach links komme ich nicht, die Strömung ist zu stark. Das kann man voll vergessen jetzt. Ah, so. Das hat sogar funktioniert. Sehr schön. Und weiter geht's. So,
So, wir müssen uns jetzt halt hier langsam nach vorne irgendwie durcharbeiten. Oha. Jetzt ganz präzise springen. Ah, das geht jetzt... Ah, okay. Das steigt dann nach oben. Alles klar. Das ist okay, weil wir steigen ja auch nach oben, sobald wir diese Fontäne da erreichen. So, gut. Dann arbeiten wir uns nach hier weiter. Muss man jetzt wirklich ein bisschen Step by Step das Ganze machen. Dann passt das. Wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Ah, Mist! Wie soll ich das denn jetzt machen? Obwohl, vielleicht geht das auch so. Wenn wir es jetzt geschickt anstellen, vielleicht kommen wir dann so darüber. Da hinten ist ja schon wieder fester Boden unter den Füßen. Hm. Vielleicht kriegen wir es hin. Nein! Ah, Mist. Okay, das war schlechtes Timing. Aber gut, wir kriegen es hin. Ich denke, das kriegen wir hin. Man muss nur ein bisschen aufpassen. Jetzt muss ich aber aufpassen, nicht, dass uns der nächste Game Over erwartet. Ich weiß nicht, was danach noch kam, ehrlich gesagt. Das habe ich jetzt gerade verdrängt. Ich weiß nicht, wie weit es dann noch ging. Das jetzt natürlich ohne ein Extra-Leben zu machen, ist ein bisschen doof. Es sei denn, wir kriegen noch irgendwo 3700 Punkte auf die Schnelle her. Dass wir noch ein Extra-Leben dazu bekommen. Oder so ein Gallier-Helm. Aber ich glaube, sowas gab es hier auf die Schnelle gar nicht. So. Okay, wieder konzentrieren hier. Das hier ist halt ein bisschen doof. So, weiter geht's. Sehr, sehr umständlich, diese ganze Geschichte hier. Oh Gott, so ein Mist. Was mache ich denn jetzt? Ja, ja, das könnte hinhauen. So, Leute, und jetzt springen! Nein! Nein! Zu kurz. Oh, ich glaub das ja jetzt nicht. Das war zu kurz. Zu kurz! So, aber wir bleiben bei Asterix mit Obelix. Wie gesagt, dass das mit der... Wieso nenne ich sie eigentlich Taube? Das ist so eine Art... So eine Art Möwe, genau. Eine gallische Möwe aus, ja. Großgallistan, keine Ahnung. Das ist Möverix, genau. Möverix der Gallier. Bring uns hier weiter. Na los. Sonst landest du heute Abend auf dem Teller. Obelix hat Hunger, du. Und wir gehen oben weiter, weil wir haben ja das Nitroglycerin nicht. Ich frage mich, wozu man das überhaupt einsammeln soll. Gut. Auf ein neues. Wir haben wieder drei Versuche, um das hier irgendwie jetzt hinzubekommen. Immer getreu dem Motto, das kann doch nicht so schwer sein. Aber jetzt ist aber mal gut hier. Die Stelle fängt langsam an, mich zu nerven. Ab hier ist es eigentlich... Ich hatte das... Ich weiß, gut, wie gesagt, ich weiß noch nicht, was kommt. Und ich bin jetzt auch einmal Game Over gegangen. Okay, aber nichtsdestotrotz hatte ich dieses Schiff schwerer in Erinnerung. Wirklich schwerer. Das war jetzt wirklich die letzten beiden Tode, das war ja wirklich Leichtsinn, also... Beziehungsweise nicht existente Sprungfähigkeiten meinerseits. Oder einfach kurz gesagt, das war nix. Das war einfach nix. Da kannst du dich gleich hinstellen und einfach Game Over drücken, weil... Ja, die Game Over-Taste drücken, genau. So, wir haben es geschafft. Also, noch nicht ganz. Noch wollen wir den Tag nicht vor dem Abend loben. So, wie mache ich das denn jetzt? Erstmal analysieren. Erstmal was da hinwerfen. Am besten unten hin, direkt. Die unterste Stufe. Und dann gucken wir mal. Genau. Hier vorne hin. Und dann schön Stufe für Stufe gehen.
nicht irgendwie versuchen, eine überspringen zu wollen. Sonst landen wir nämlich ganz schnell da unten im Abgrund. Ja, wunderbar. Oha, oha. So, hier sollten wir natürlich auch versuchen, jetzt immer die Dinger runterzuwerfen. Wie mache ich das jetzt? Fuck. Ah, gut, okay. Das hat noch hingehauen. Aber wie haut das jetzt hin? Boah, komme ich da jetzt rüber? Ja! Boah, das war aber extrem knapp. Aber Power-Ups, wenigstens Power-Ups. Power-Ups, Power-Ups, Power-Ups. Das entschädigt mich für alles. Ich bin zufrieden. Wunderbar. Nehmen wir den Schlüssel und raus hier. Perfekt, Leute. Wir haben das Piratenschiff geschafft. Juhu! Ja, ha, fiddle-dee-dee. So. Asterix hatte seinen großen Auftritt. Jetzt wird's Zeit für Obelix. Oh nein! Nein, 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 nein! Das war dieses Level. Wieso? Nein! Wieso kam das schon? Herr Lustig, hier ist die Erde ja heiß. Obelix. Ja, so kann man auch schnell Game Over gehen. So, Leute. Gott, ich muss mich erstmal beeilen hier. Ich erkläre euch gleich, was Sache ist. Erstmal zusehen, dass wir hier langkommen. Hops. Hops. Oh, nein! Ich meine, die Bilder sprechen eh für sich. Was muss ich hier erklären? Ah, scheiße. Wieso kam das schon, das Level? Nein! Ich habe so eine Heidenangst vor diesem Level. Es gibt nur wenige Levels, die das hier noch toppen. Was? Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich das denn machen? Nochmal. Bleiben wir mal bei Obelix, oder sollen wir zu... Ja, wir gehen zu Asterix, komm. Komm, Asterix macht das. So. Ich glaube, Obelix bringt uns heute kein Glück. So, das ist wirklich eines der schwierigsten Level im gesamten Spiel. Das muss man wirklich sagen. Und das nicht mal wegen der Lavastelle, sondern wegen dem, was gleich noch kommt. Weil mir die Lava ehrlich gesagt gerade auch ziemlich große Sorgen macht. Also, wie mache ich denn den Sprung da hinten? Okay, wie soll das denn gehen? So ein Mist. Was ist das denn jetzt bitte für ein Mist? Oh Gott. Aber ihr seht langsam, das Spiel nimmt vom Schwierigkeitsgrad her echt zu. Also, spätestens mit diesem Level, denke ich, sieht man das da doch deutlich. Oh weia, oh weia, oh weia. Mist, zu spät. Ich muss da, glaube ich, vorher irgendwie springen, um... Da bin ich dir zu spät losgelaufen, das war jetzt ganz dämlich. Komm, wir probieren es nochmal. Wie gesagt, hinter der Lava kommt nochmal ein sehr, sehr viel schwieriger Abschnitt. Also, das ist noch nicht mal der, der mir bisher Sorgen gemacht hat. Aber heute... was mache ich denn? Wieso springe ich denn so früh los? Das war ein Reflex. Das war nicht gut. Mann. Ach, kann man nichts machen. Okay. Ich glaube, ich brauche mal ein kleines Päuschen. Ja, es tut mir, glaube ich, ganz gut. Auf jeden Fall. Nach 3 Game Overs in diesem Part. Ist das, glaube ich, mal an der Zeit. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bei Asterix. Yippie-yay.